Leider ist alles gar nicht wahr. Aber das ist wahr, was jetzt passiert, meine Damen und Herren. Ein Mann aus Neuwied, der die Welt erobert, der kommt gerade aus Las Vegas. Herzlich willkommen, der Illusionist und Magier Jan Ruben. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich habe gerade gesagt, Neuwied, Las Vegas. Wie kommt das, dass du jetzt in Las Vegas für Furore sorgst? Las Vegas, das war immer schon mein Traum. Mit 17 Jahren war ich das erste Mal dort und habe die Show von Siegfried und Roy gesehen. Wir sind Freunde geworden und da war mir klar, in dieser Stadt möchtest du auftreten. Und ich hatte jetzt einige Shows drüben und wir arbeiten gerade an einer eigenen Jan Ruben Abendshow dort. Und ich bin so ein Stück davor, meinen großen Traum zu verwirklichen. Und vorher, am 28.08., mache ich in Deutschland nochmal eine große Open-Air-Show mit dem MDR-Fernsehballett in Nideggen, auf der Burg Nideggen. Und Sie sind alle recht herzlich eingeladen, zu kommen und sich verzaubern zu lassen. Wenn das ganze MDR-Fernsehballett dann plötzlich von der Bühne verschwunden ist, findet man dann die bei dir zu Hause wieder? Oder bist du keiner, der die Tricks verrät? Weil in zur Zeit laufen ja auch so Sendungen, wo die großen Zaubertricks verraten werden. Was hältst du denn davon? Also erstmal zum Ballett. Wenn ich die verschwinden lasse und nicht wieder herzaubere, dann ist der Florian Silbereisen sauer. Das kann ich nicht machen. Die kommen also alle wieder zurück. Und zu dieser Erklärersendung, mir hat das nicht geschadet. Viele Leute gucken das gar nicht. Und die, die es gucken, sagen dann danach zu mir, Mensch, jetzt haben wir doch gesehen, wie das funktioniert. Und bei Ihnen, wir haben wieder nichts gesehen. Wir wissen wieder nicht, wie es geht. Also das ist immer so ein Trend und so eine Phase. Das ist für mich natürlich nicht schön als Illusionist, aber das schadet nicht. Du wirst uns jetzt beweisen, dass man nichts sieht, sondern dass du wirklich ein Magier bist. Was für einen Trick hast du heute dabei? Ich werde heute versuchen, meine Partnerin auf Würfelgröße zusammenzufalten, wie bei der japanischen Papierfaltkunst Origami. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Und dabei können Sie mir jetzt alle zuschauen. Mal schauen, ob es gelingt. Jan Ruben!
Jan Oben.